von einem neuen Video von mir und ich habe herausgefunden, dass viele nicht wissen, wie man ein Kanalbild macht auf dem Handy. Und das zeige ich euch jetzt. Also ihr geht in Google Play und dann gebt ihr zuerst mal ein Internet Beta. Das installiert ihr und es ist egal, ob es ein Samsung ist oder ein anderes Handy. Es ist scheißegal, aber ja. Wir öffnen es mal. Und dann sind wir... Ihr meldet euch halt an, das habe ich jetzt schon. Und ja. Ihr gebt dann YouTube ein. Einfach YouTube. Dann geht ihr in die Webseite. Einfach das erste. Und hier seht ihr dann, dass es lädt. Und jetzt gebt ihr euch einen eigenen Namen ein. Also ich, Monstermeister. Es tut mir leid, aber es buggt vielmal. Ja. Dann geht ihr darauf und dann geht ihr hier, seht ihr hier das Foto, das da, oder jetzt ist es weg, keine Ahnung. Ihr geht Kanal anpassen, und hier ist Kanal, hier kannst du das hinfügen. Und hier ist auch ein Stift hier. Und ja, da gehst du auf den Stift, dann Kanalbild bearbeiten. Und hier gehst du in Galerie. Und ich weiß nicht, ob ihr die Fotos habt, aber ich habe sie einfach drauf gehabt. Ich habe gar nichts gemacht, keine Ahnung. Aber ich habe dann das ausgewählt, da könnt ihr auswählen. Und dann müsst ihr, wenn ihr Handy habt, ja mobil. Geht ihr. Auswählen. Jetzt sollte es eigentlich. Jetzt habt ihr gesehen, hier hat gerade gestanden, ein Foto wird gespeichert. Aber tja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel, wie man beim i verlinkt oder so, dann könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao. Leute.